Spielzeugdrohnenfilm mit Christian und Paul. So, Familie Bergmann, dann wollen wir uns heute mal anschauen, wie wir das Haus aufteilen, ob wir alles so lassen oder ob wir die Räume unterschiedlich gestalten. Robin, hast du da schon irgendeinen Vorschlag? Ich würde sagen, wir lassen alles so, wie es ist. Ist doch eigentlich ganz gut eingerichtet. Nur, wir müssten uns noch überlegen, was kommt eigentlich in den ersten Stock in den Raum? Da würde ich sagen, Robin und ich gucken uns das erste Stockwerk an. Und du, Carmen, du bleibst mit dem Mädchen hier unten, guckst, ob das alles so passt in dem Wohnzimmer oder ob ihr noch was umstellen wolltet. Und dann kommt ihr auch einfach hoch in den dritten Stock. Okay, so machen wir das. Na ihr zwei, wie gefällt euch das Haus? Das ist voll cool, Mama. Habt ihr es jetzt eigentlich gekauft? Ja, wir haben es gekauft. Deshalb müssen wir jetzt auch mal schauen, wie wir das Haus einrichten. Okay, cool. Also, mir gefällt es eigentlich so schon ganz gut, nur ich würde den Fernseher vielleicht ein bisschen anders stellen. Und wie würdest du ihn hinstellen? Irgendwie passt er hier unten nicht so hin. Ihr habt ja gesagt, im ersten Stock gibt's noch einen leeren Raum. Vielleicht könnten wir da so einen Fernsehraum einrichten oder sowas. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Der steht hier nämlich echt ein bisschen blöd im Flur. Da kann ich auch schlecht putzen. Ja, Mama, hast du auch recht. Aber ansonsten finde ich, passt es hier eigentlich alles ganz gut. Also der Kamin stimmt und die Sofas stehen auch gut. Sind die eigentlich bequem? Ich sehe schon, das wird eure Ecke. Das ist dann euer Platz am Kamin. Ja, genau. Emma, mir gefällt es hier echt super gut. Das ist auch so schön warm hier. Okay, dann lasst uns doch jetzt nochmal hoch zum Papa und zum Robin gehen und dann gucken wir mal, was die so beschlossen haben. Okay. Und Robin, was denkst du, was könnten wir aus dem Raum hier machen? Wir könnten vielleicht eine Fernsehecke oder so draus machen. Irgendwie fand ich das unten im Wohnzimmer nicht so gut gelöst mit dem Fernseher an der Wand. Das hier wird eigentlich ein super Raum dafür sein. Bräuchten wir halt noch ein paar Sofas oder so eine Sitzecke. Oh, das ist eigentlich eine gute Idee. Mal gucken, vielleicht haben die anderen ja auch noch einen guten Vorschlag für den Raum hier. Wollen wir uns mal noch das Schlafzimmer angucken, aber ich glaube, da kann eigentlich alles so bleiben. Okay, dann lass uns rübergehen. Ja, ich glaube, hier im Schlafzimmer kann eigentlich alles so bleiben. Da hinten der Schrank, der passt super in die Ecke. Das Bett sieht top aus. Ja, und die Kommode hier an der Seite stimmt auch. Was sagst du dazu? Ja, finde ich auch. Eigentlich ist mir nur noch wichtig, wie mein Zimmer ausgestattet wird. Können wir mal hochgehen? Ja gut, können wir machen. Dann gehen wir jetzt mal hoch in den dritten Stock und dann gucken wir uns mal an, was die Mama, Emma und Alina auch noch so sagen. Die kommen ja auch gleich. Na ihr zwei, und habt ihr unten alles euch schön angeschaut? Ja, haben wir. Aber die Emma muss jetzt schlafen gehen. Die ist so müde, die weint schon. Oh, die Arme. Ja gut, Carmen, dann leg dich doch gerade mal am besten schlafen. Nebendran ist ja direkt das Kinderzimmer. Gut, dann lege ich sie jetzt gerade mal in ihr Bett. Wir zwei sind uns jetzt einig, oder? Das Badezimmer bleibt so, wie es ist? Ja, würde ich auch sagen. Kann ich jetzt endlich in mein Zimmer gehen? Okay, Robin, mach das. Wir kommen dann auch gleich nochmal hoch. Und Alina, was sagst du zu deinem neuen Kinderzimmer? Oh, das gefällt mir super gut. Ich habe sogar ein Bett mit einer Krone. Ich probiere jetzt erstmal das neue Bett ein bisschen aus. Ich versuche mal eine Runde zu schlafen. Okay, dann viel Spaß. Wir gehen mal rüber zum Robin. Okay, Alina, viel Spaß. Wir sehen uns gleich. Wenn du ausgeschlafen bist, komm einfach runter ins Wohnzimmer. Und Robin, wie gefällt's dir? Ich hab's ja schon mal gesehen gehabt, also mir gefällt's eigentlich ganz gut. Bis auf diesen Tisch da rechts, die Stühle sind viel zu klein und der Tisch auch. Oh, okay, stimmt. Ja, dann können wir den ja rausräumen zu Alina und du bekommst einen neuen großen Schreibtisch. Ja, das wäre ganz gut. Okay, Robin, dann willst du hier oben bleiben oder kommst du mit runter? Nee, ich bleib erstmal noch hier oben, ich komm dann gleich runter. Okay, dann gehen die Carmen und ich schon mal runter ins Wohnzimmer. Okay, bis gleich. Und was hat der Robin dir so als Vorschlag gesagt? Der fand eigentlich alles im Haus super gut und der wollte im ersten Stock vielleicht in das leere Zimmer ein Fernsehzimmer machen. Echt? Ja, das hat die Alina auch vorgeschlagen. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Der Fernseher hier stört schon ein wenig. Ja, das stimmt. Ah, jetzt schlafen ja alle. Der Robin hat sich oben in sein Zimmer zurückgezogen. Die Alina liegt in ihrem Bett und die Emma schläft sowieso. Aber mein Vorschlag wäre noch, dass wir Emmas Zimmer direkt neben unser Zimmer machen, damit auch, falls irgendwas ist, wir sie hören. Ja, das ist auch eine gute Idee. Und dann das Fernsehzimmer in den dritten Stock? Ja. Okay, dann müssen wir das mal über uns überlegen. Jetzt setz dich erstmal hin. Das mit dem Hauskauf war ja auch alles anstrengend genug.